Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Lustige Witze. Ich habe einen neuen Gast mit dabei. Er ist mein bester Freund, seit wir 5 Jahre alt sind. Hier ein Foto aus dem Kindergarten. Und wir schnacken gar nicht lange. Ich würde sagen, Lustige Witze in... Ich habe deinen Namen vergessen zu sagen, ne? Günther. Das ist Daniel, 29, muskulös und solo. Sein Instagram ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, Lustige Witze in 3, 2, 1. Los! Wo hört jemand mit Glatze auf, sein Gesicht zu waschen? Da, wo die Rückenhaare anfangen. Ich muss jetzt schon lachen. Grüße gehen raus an Jan an dieser Stelle. Deswegen muss ich so lachen. Der auch jede Woche unsere Videos guckt. Hitler said a glass of juice, not gas juice. Oh oh. Genau wie Hitler sagte Polen, nicht Polen. Wie viel Sperma hat ein Schwuler? Ganzen Arsch voll. Was sind 300.000 erhobene Arme? Die französische Armee. Das ist ein bisschen derbe. Oh. Das ist aber ein bisschen derbe, oder? 2 Engländer missbrauchen eine Deutsche. Diese schreit, nein, nein. Daraufhin holen die Engländer 7 weitere Männer dazu. Sag mal 9 auf Englisch. Nein. Wieso nicht? Boah, nee. Ich sehe, Lea hatte wieder gute Laune. Ja, offensichtlich, sie war sehr motiviert. Danke daran, Lea. Warum hängen Äthiopier Wäscheleinen an den Strand? Damit sie im Schatten liegen können? Oh. Warum feiern Türken kein Erntedankfest? Aldi hat sonntags geschlossen. Was ist ein Pädophiler an einem Tor? Ein Torpedo. Oh. Oh. Welchen Satz hassen Frauen beim Sex? Schatz, ich bin zu Hause. Der passt zu meiner Ex. Das Haus von Chuck Norris hat keine Türen. Er läuft durch die Mauern. Ich bin immer überlegen, ob ich nicht echt mal einen Livestream auf YouTube machen soll, irgendwie an einem Freitagabend oder so, wo ich dann einfach mal alle Chuck Norris-Witze, die ich zusammenfinde, mit jemandem zusammen vorlese. Das kann aber meinetwegen 3 Stunden gehen. Wie würdet ihr sowas finden? Wärt ihr da gerne dabei? Schreibt es mal in die Kommentare. So ein Chuck Norris-Abend einfach. Was kann schwimmen und beginnt mit Z? 2 Enden. Wenn man in den Zug reiert, ist man dann bahnbrechend? Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock. Wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd? Sattelschlepper. Geht ein Mann zum Arzt. Herr Doktor, Herr Doktor, ich bekomme meine Vorhaut nicht zurück, sagt der Arzt. Ja nun, sowas verlernt man ja auch nicht. Für die einen ist es nur Klopapier, für die anderen ist es die längste Serviette der Welt. Wenn man nach 29 Jahren erst rafft, dass Stau die Abkürzung für stehende Autos ist. Ehrlich jetzt? Was heißt denn Stau auf Englisch? Auf Spanisch heißt es wahrscheinlich El Stau. El Stau, ja. Papa, Papa, mir ist kalt. Da geh in die Ecke, da sind 90 Grad. Warum mögen Beamte keine Schnecken? Die verbreiten einfach zu viel Hektik. Ich mach dich zur glücklichsten Frau der Welt. Okay, war nett mit dir. Gehen 2 Doofe über die Straße, sagt der eine. Lass mich auch mal in die Mitte. Luftkopf. FSK 12 bedeutet, der Gute bekommt das Mädchen. FSK 16 bedeutet, der Böse bekommt das Mädchen. FSK 18 bedeutet, jeder bekommt das Mädchen. Und weißt du, was FSK 21 bedeutet? Oh oh. Jeder bekommt ein Stück vom Mädchen. Oh. Immer in beide Löcher spritzen. Nasenspray. Kennt sich hier jemand mit dem Darknet aus? Ich bräuchte dringend einen Friseur. Meine Verfassung ist besäufniserregend. Ja. Mhm. 2 verrückte Angler. Und? Beißen die Fische? Nein, du kannst ruhig streicheln. So, mein Kind. Heute machen wir uns einen richtig schönen Tag. Und was macht Papa so lange? Also bei mir funktioniert der Mist nicht. Ich habe jetzt 5 Reisetabletten genommen und bin immer noch zu Hause. Ich wäre auch gerne in Island. Ja, ich auch. Weißt du noch, vor 2 Jahren lustige Witze auf Island? Es war so gut. Soll ich die Hose ausziehen? Man sieht's nicht. Das hebt auf jeden Fall bei euch die Stimmung. Hab meine Ernährung komplett umgestellt. Die Chips stehen jetzt links vom Bildschirm. Dazu muss ich sagen, verstehe ich, akzeptiere ich, finde ich trotzdem scheiße. Geografie-Humor. Manhattan oder Manhattan nicht? Aber Großmutter, was hast du nur für große Augen? Kann man hier nicht mal in Ruhe kacken? Habe mir gerade Bauklötze und ein Laufgitter bestellt. Ich fange noch mal ganz von vorne an. Insta-Time! Halt dein Maul! Willkommen zurück zur Insta-Time, das Format, das ich vom lieben Zio geklaut habe. Wir haben euch wieder auf Instagram um Kommentare und Witze gebeten. Und ihr habt mir wieder fleißig Kommentare zugeschickt. Schauen wir doch mal rein. Okay, Rick Wölbling schrieb... Du, ich, Senior Gond, nackt im Bett, was dann? Ich würde sagen, wenn man in einem Porno sein würde, würde dann hier diese Szene fehlen und danach liegt alles voller Unterbergdeckel im Bett. SkyAlex2701 sagt, schon mal die CDU gewählt? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, als ob ich mir selber ins Knie schießen würde.
Also ich sag mal, wenn man sich zurückentwickeln möchte, toi toi, lieber nicht. Woher hast du die Idee gehabt, schwarzen Humor auf YouTube zu machen? Naja, die Idee für schwarzen Humor, die hat sich halt einfach mit eingebaut. Vor 5 Jahren war ich so, ach, ist mir doch scheißegal, was ich auf YouTube erzähle, da kann alles mit rein. Und damals war die Welt auch noch so ein bisschen so, ja, das kann man noch so sagen. Und heute ist das ja eher, ja, da bin ich schon vorsichtig, worüber ich einen Witz mache. Lustige Witze ist generell entstanden, weil ich mal eine Folge auf meinem Zweitkanal gemacht habe, vor noch längerer Zeit, 2014 oder so. Und die Folge ist so gut angekommen, dass ich daraus halt mein Hauptformat gemacht habe. Tobias von Mario Kart fragt... Ist ein Bauer, der seine Schafe schlägt, ein Mähdrescher? So auch Florian schreibt, ich wurde im Knast mehrfach missbraucht. Meine Freunde nehmen Monopoly viel zu ernst. Geht ein Mann zum Arzt, sagt der Arzt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute? Sie haben nur noch eine Woche zu leben. Und die schlechte ist, ich habe es vergessen, Ihnen letzte Woche zu sagen. Ich wurde jetzt auch in den Kommentaren mehrfach darauf hingewiesen, dass man bei den Stickern, bei der Antwortfunktion, zu wenig Zeichen verwenden kann. Ihr könnt mir die auch ruhig per Privatnachricht schicken, dann kommen die gegebenenfalls auch in die Videos rein. Ich habe den Mann bei Super Smash Bros. Abgezockt und er mich bei Mario Kart. Damit ist klar, wer die Bank überfällt und wer den Fluchtwagen fährt. Ist geil. Der ist wirklich gut. Das waren jetzt erstmal alle Kommentare an der Stelle. Ich danke euch fürs Mitmachen. Wenn ihr in den nächsten Folgen Insta-Time dabei sein wollt, dann könnt ihr mir hier auf Instagram folgen. Und ja, in der Story wird es irgendwann wieder auftauchen, sobald wir drehen. Ich würde sagen, wir erzählen noch ein paar Witze, oder? Ja. Was schwimmt auf dem See und macht Kikeriki? Ein Wasserhahn. Oh. Weißt du, was mein Lieblingstier ist? Der Schluckspecht. Eigentlich der Zapfhahn. Achso, der Zapfhahn. Ja, gut. Aber... Geht eine Frau zum Zahnarzt. Der Zahnarzt. Sie brauchen eine Krone, die Frau. Endlich versteht mich jemand. Was ist der Unterschied zwischen Lutschen und Blasen? Schon mal Lutschen an den Füßen gehabt? Was ist rund, rot und hat ein Maschinengewehr? Rambodischen. Ein Rambodischen? Was? Hä? Rambodischen! Oh. Oh. Rambodischen! Pessimist. Schlimmer geht's nicht, Optimist. Doch. Ich würde gerne mal im Lotto gewinnen. Einfach nur, um zu sehen, wie viele Freunde und Verwandte ich habe. Meine Freundin möchte mit mir über mein kindisches Verhalten sprechen. Tja, aber ohne das Geheimwort kommt sie nicht in meine Kissenwut. Tim, hör auf, ins Bett zu pinkeln. Aber Mami, die anderen Kinder machen das auch. Ja, aber nicht vorm Sprungturm. Was ist grün und spielt E-Gitarre? Ein Rockodil. Was sagen Schauspieler, wenn sie am nächsten Tag frei haben? Yeah, morgen Freeman! Kommt ein Mann mit zwei linken Füßen in einem Schuhladen und fragt, haben sie Flipflips? Mami, Mami, warum rennt Papi so im Zickzack? Sei ruhig und hilf mir beim Nachladen. Welches Tier lebt in China? Der Shanghai. Warum steht ein Bier im Wald? Weil Tannen zapfen. Jetzt habe ich meinen Joghurt fallen lassen. Der war wohl nicht mehr haltbar. Was macht man eigentlich nochmal am Ende? Die Leute sollen einen Kommentar schreiben, wie es ihnen gefallen hat. Einen Daumen hoch sollten sie geben. Und eigentlich ist es ihren Freunden weiterempfehlen, damit dieser Kanal und die Abonnenten wachsen. Ja, finde ich auch. Ja. Machen wir das. Könnt ihr das so machen? Könnt ihr das irgendwie, wenn das jeder von euch an einen weiterschickt heute, dann hätten wir schon mehrere. Dann hätten wir schon mehrere. Ja. Na, komm, haut raus, bis nächste Woche. Nein, das kann ich so nehmen. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier YouTube.